Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, LS19 wieder von der Auf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen hier den Kombi-Plow auf den Weg gebracht. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Däumchen und auch für die ganzen Kommentare. Ich habe jetzt im Offscreen nochmal hier, ich muss mal die Zeit wieder vorlaufen lassen, weil die pausiere ich immer, während ich mal kurz hier noch ein bisschen schaue, was ich so als nächstes machen kann. In der letzten Folge haben wir ein bisschen hier den Kombi-Plow getestet. Vielen Dank für eure ganzen Kommentare. Ihr habt noch ein paar Fragen zu dem Gerät gehabt. Das ist ein Standardgerät. Das sollte es auch auf der Konsole geben. Ich habe es jetzt nicht überprüft, weil ich auch selber die Version aus dem für die PlayStation oder für die Xbox One jetzt selber nicht habe. So, wir haben beide Felder jetzt soweit gepflügt, gegrubbert oder mit dem Tiefenlockerer bearbeitet. So, wir schalten mal das VCA wieder aus. Und dann fahren wir jetzt zurück zu unserem Hof, werden das Gerät einmal reinigen und werden dann die Felder kalken. Dann müssen wir die noch ein bisschen düngen. Und die häufigste Frage unter den Videos ist immer, wann kommt denn die neue Hof Bergmann 1.0.7? Denn ich spiele hier noch die Beta 1, also eine Preview-Version. Also wenn sie fertig ist, Leute. Ich weiß es nicht. Farmer Andy ist da auf jeden Fall noch fleißig am Basteln. Da müssen wir halt noch ein bisschen abwarten. Wir müssen auch die Milch, das werden wir, denke ich mal, zum Schluss des Tages heute machen, auch nochmal reinbringen. Denn da kommt schon wieder die Info, dass die Milch, dass da kein Platz mehr ist. Darum müssen wir uns auf jeden Fall auch nochmal kümmern. Ich fahre jetzt, einfach mal hier an eine Wand, ne? Man kennt es, wir fahren mal kurz ein Stück zurück. Fahrerskills natürlich auch wieder mit am Start. Da habe ich nicht weit genug ausgeholt. Und dann werden wir das Gerät jetzt gleich einmal so ein bisschen sauber machen. Beziehungsweise ich glaube, ich stelle das erstmal nur hin und werde mir dann jetzt gleich den Kalkstreuer schnappen und dann die beiden Felder kalken. Nämlich das müssen wir heute in der Folge machen. Ja. Wir sollen auch mal bei der Bullenzucht vorbeischauen. Ich habe vorhin noch mal geguckt, da ist bisher noch nichts passiert. Weil das hattet ihr nämlich auch euch gewünscht, dass wir da mal vorbeischauen. Es dauert auf jeden Fall mit der Bullenzucht. Das geht nicht so schnell. So, haben wir mal abgekoppelt. Und jetzt holen wir mal ein bisschen mehr aus, dass wir hier auch vorbeikommen. Oh, da hat sich wieder hier das Schneidwerk so ein bisschen... Das hüpft immer so ein bisschen. Das ist euch wahrscheinlich auch schon mal aufgefallen, wenn ihr das dort auf eurer Karte nutzt. Das ist manchmal so. Jetzt packen wir mal hier unseren Kalkstreuer, den Bredal, einmal dran. Und können jetzt endlich auch kalken. Denn beim letzten Mal hat es nicht geklappt. Da habt ihr auch geschrieben, dass es an der Stoppelzerfahrung lag. Ich meine, da hatte ich dann auch mal irgendwas darüber gelesen, aber... Ja, man kennt es manchmal, ne? Manchmal will man dann einfach was aufnehmen und möchte das dann gerne machen. Und da klappt das Ganze nicht. Kann dann schon mal vorkommen. Ist ja nicht schlimm. So, da werden wir gleich wieder VCA einstellen. Und werden heute hier ein bisschen die Felder so ein bisschen kalken. Das werden wir heute machen. Gucken wir mal kurz hier. Einmal alles einstellen. Steuerung links und W. Einmal mit C, dann gehen wir nochmal ins Menü rein. Weil der Kalkstreuer natürlich 18 Meter ungefähr hat. So, mit Steuerung links und den Pfeiltasten könnt ihr das nach links, rechts und oben und unten könnt ihr den Winkel noch verändern. Da fahren wir nochmal ein kleines Stück zurück hier. Und werden dann gleich hier die Spur einnehmen. So. Dann schalten wir das mal wieder ein hier. Jetzt sind wir hier auf Kurs. Lenkrad mal gerade machen. Dann klappt das nämlich auch. So. Und dann schalten wir das gute Ding an. Auf geht's. Und jetzt kalkt er auch richtig, ne? Das hat er beim letzten Mal nicht geklappt. Und deswegen gab es ja da dann auch aufgrund der Stoppelzerfahrung, wenn die an ist, das ganze Problem, das wir nicht machen konnten. Deswegen mussten wir jetzt einmal mit dem Kombi-Plow hier unterwegs sein. Ja, heute Abend auf jeden Fall wieder Livestream auf Twitch, ne? HomoYT. Da gibt es wieder eine Runde DFV 2 und danach geht es wieder ab ins Mittelalter. Medieval Dynasty. Da geht es wieder los. Morgen geht es weiter mit der Wildbachtal, weil da auch
wieder gefragt wurde, wann da auch die nächste Folge kommt. Hatte in den letzten Tagen ein bisschen viel Organisatorisches zu tun, hat was mit der neuen FSL-Saison zu tun. Musste ich ein paar Sachen planen, ein paar Sachen, ja, ein bisschen Schriftverkehr, dies, das. Aber dazu in den nächsten Tagen dann mehr. Da wird es dann auch auf der offiziellen Farming Simulator League-Seite auch eine offizielle Verkündung geben bezüglich des Teams Bummelbären. Oder wie es dann auch immer heißen mag. Einfach mal reinschauen oder folgt mir auch auf Insta. Alle Links natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir dann auch folgen und kriegt dann auch immer die brandheißen Infos. Und ich freue mich schon wirklich auf die neue Saison. Da bin ich mal gespannt. Da werde ich unter anderem nämlich auch mitspielen. Der Polak spielt auch mit. Der Theo spielt da mit, also der Thorsten. Der Dennis, der Chris ist mit dabei. Der Stubi ist mit dabei. Also wir haben auf jeden Fall ein schlagkräftiges Team. Noch einige Verhandlungen laufen noch mit dem ein oder anderen FSL-Profi aus der letzten Saison. Da warten wir noch ein paar Infos ab. Mal gucken, vielleicht können wir unser Team noch ein wenig verstärken für die neue Saison. Und dann geht's dann Ende November wieder los. So. Und wenn alles gut geht, da gibt's in den nächsten Tagen auch wieder ein paar mehr Let's Plays hier. Kommen auf jeden Fall einige Spiele. Tramsim wird auf jeden Fall am Wochenende kommen. Da habe ich eine Preview-Version erhalten. Dann werden wir Northern Fishing uns angucken. Der Nachfolger von Fishing Barren Sea. House Flipper werde ich wieder aufnehmen. Lumberjacks Dynasty werde ich wahrscheinlich erst in die nächste Woche schieben. Und wahrscheinlich das Spiel Accident, was auch eine Simulation ist, werden wir uns wahrscheinlich anschauen. Aber da bin ich mir nicht 100% sicher. Das hatte ich vorhin erst bekommen und ich habe es mir noch nicht angeschaut. Denn heute habe ich Homeoffice und ich habe mal wieder ein bisschen Zeit gefunden, um das ein oder andere Video auch fürs Wochenende und auch für die nächsten Wochen, für die nächste Woche wieder aufzunehmen, dass auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr kommt. Und die Kandelin kommt heute auf jeden Fall auch noch. Neben der Hof Bergmann hier. Und vielleicht noch ein bisschen was anderes. Schauen wir mal. So, da haben wir das erste Feld jetzt quasi fast fertig. Das geht recht fix hier mit dem Bredal. Den haben wir halt auch schon erweitert. Echt ein schickes Gerät. Und auch den John Deere, der gefällt mir auch ganz gut. Alle Links in der Videobeschreibung, bevor ihr nachfragt, hä, wieso ist der Bredal da nicht verlinkt? Der Standard-MLS, Leute. Ne? Schaut erstmal bei den Standardgeräten. Und den Kombiplow als Standardgerät, den ich beim letzten Mal benutzt habe, findet ihr hier unter den Tiefenlockern. So. Dann haben wir das jetzt hier auch gleich soweit fertig. Hier können wir das mal wieder ausschalten. Fahren wir mal in die nächste Bahn rein. Und dann sind wir auch schon fast fertig hier. So. Ab auf die nächste Bahn. Wieder einschalten hier den Kalkstreuer. Und dann müssen wir das andere Feld auch noch kalken. Da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Kalk benötigen, weil das Feld nämlich größer ist. Und dann werden wir gleich nochmal zu unserer neuen Kalkgrube fahren, die wir uns ja gekauft haben. Und man sieht, es gibt bald wieder Regen hier. Kommt ja recht selten vor im LS. Auf der Ellerbach, wo wir im Feldversuch tätig sind, ja, da kommt es schon mal ein bisschen öfter vor. Aber es ist halt so. Ihr habt doch immer mal geschrieben, stream doch mal wieder die Hof Bergmann. Habe ich jetzt aktuell erstmal nicht vor. In meinem Plan für die Streams vielleicht mal so zwischendurch, so randommäßig, jetzt ohne Ankündigung, dass wir das dann mal so machen, aber aktuell eher nicht geplant. So, die Bahn fahre ich jetzt einfach mal frei hier, ohne dass ich das VCA da aktiviere. Können wir eigentlich mal wieder ausschalten. Und dann haben wir jetzt gleich das Feld hier soweit fertig. Ja, die Milch müssen wir auch noch abräumen. Das müssen wir machen. Da müssen wir hier noch düngen. Das steht auch noch an bei den Feldern. Die gegenüberliegenden Felder müssen, glaube ich, auch noch gedüngt werden. Zu tun haben wir immer genug hier auf der Karte. Da muss die Milch noch weggeräumt werden. Wir müssen den Hofladen wieder befüllen. Das müssen wir auch noch machen. So, schalten wir das Ding mal aus. Jetzt haben wir noch 23%. Das reicht noch ein wenig hier. Mit den anderen Feld zumindest einmal schon mal zu beginnen. So.
schieben wir noch mal ein bisschen, warte mal. Schieben wir noch mal ein bisschen rüber hier. Das sollte reichen. So, geben wir mal Gas hier, Tempomat rein. Und dann können wir auch hier beginnen mit der, mit dem Kalken. So, viele sind nicht mehr drin. Bedeutet, wir müssen dann gleich einmal hier zu unserer Kalkgrube fahren. Die ist ja da unten. Dann müssen wir einmal hier quer durchs Dorf fahren. Dann werden wir das Ganze einmal auffüllen. 16% haben wir jetzt hier noch drin. Das reicht vielleicht noch für 1,5 bis 2 Bahnen. So. Setzen wir dann mal wieder an. So, Tempomat rein. Kalkstreuer an. Mit denen können wir auch düngen. Müssen wir mal schauen, welches Gerät wir nehmen zum Düngen. Aber ich denke mal, dass wir die Bredal nehmen oder die Spritze. Die Felsspritze haben wir auch noch. Wir haben ja einige Geräte mittlerweile hier. Pflanzenschutz muss auch wieder drauf. Aussehen müssen wir. Aber ich denke, in den nächsten Folgen werden wir erstmal wieder so ein bisschen bei den Produktionen unterwegs sein. Den Käse vielleicht mal rüberfahren. Ihr habt doch geschrieben, wir sollen mal bei den Bienchen wieder vorbeischauen. Und bezüglich der Äpfel gab es auch eine Frage, nämlich wie lange oder was man dafür machen muss, damit man überhaupt die Äpfel bekommt. Man muss lediglich einfach die Grundstücke kaufen. Das ist einmal der, entweder hier der Obsthain, also dieses Grundstück, oder hier die Obstplantagen. Alle, glaube ich, 4 bis 5 Tage spawnen die Äpfel neu, sofern ihr die gepflückt habt. Ne? Die müssen auf jeden Fall alle gepflückt sein. Und da gibt es die wieder neu. Ihr braucht die nicht gießen, ihr braucht da kein, keinen Mist reinpacken, Kompost oder irgendwie sowas. Das geht ganz normal einfach so. So, wir sind leer. Schalten wir das Gerät mal aus. Klappen das hier zusammen. Und holen uns jetzt nochmal ein bisschen Kalk von der Kalkgrube. So. Da habt ihr auch geschrieben, dass man den, den Radlader auch sauber machen kann oder so. Aber ich lasse den jetzt einfach so. Ich finde, das sieht halt ganz cool aus. So wie er jetzt aussieht. So, da fahren wir da mal rüber. Ist natürlich immer ein kleines Stückchen. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe noch Kalk an dem... Nee, ich habe noch Kalk an dem Lager. Da brauchen wir gar nicht zur Kalkgrube rüberfahren. Ich meine, ich hätte noch Kalk hier vorne, wo ich meine Silos habe. Da brauche ich doch nicht so weit fahren. Sparen wir uns ein bisschen Weg. Die Kalkgrube hatten wir uns ja in der vorletzten Folge angeschaut. So, fahren wir mal hier rüber. Nämlich da vorne, meine ich, hätten wir noch was drin. Gucken wir einfach mal. Ich meine, da müsste noch was drin sein. Wir klappen das Ganze mal auf hier. Wir fahren hier mal drunter. Ich hoffe, das Ding hat jetzt hier keine Kolli. Nee, hat's nicht. Ah, ist noch was drin. Seht ihr? So, da haben wir noch Kalk drin. Da machen wir das hier einmal voll. So. Ja, dann die Milch noch abfahren. Das müssen wir machen. Dann regnet's. Ja. Das heißt, ich glaube, mit Feld 12, das machen wir dann vielleicht... Ja, mal gucken, wann wir das machen. Da muss ich mal schauen. Und nächste Woche, am 24.10. geht es schon um 12 Uhr mittags los mit Streaming. Und zwar unserem großen Community-Stream. Da könnt ihr mitspielen, sofern ihr den LS19 besitzt, das Querneland und Vicon DLC habt, sowie das Class DLC, also das Platinum-Add-on. Und 16 Jahre alt seid, wenn ihr Bock habt, einfach im Discord join, Link in der Videobeschreibung. Und ab 12 Uhr mittags geht's los. Da könnt ihr mit mir dann gemeinsam im Stream auf der wunderschönen Karte Björnholm zocken. Björnholm 2K20, das war nämlich eine Karte, die aktualisiert wurde. Und da freue ich mich auch schon drauf, das heißt, es wird dann ein besonders langer Tag. Das ist der 24.10. ab 12 Uhr geht's los. Und da können natürlich maximal 16 Leute spielen, das heißt 15 Leute können dann auch noch joinen. Wir nehmen sonst keine Mods mit drauf, damit das Ganze dann auch ein bisschen einfacher ist für euch dann wegen Runterladen und so weiter. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr auch mit dabei seid. So. Jetzt fahren wir mal hier einmal rüber.
Weil hier waren wir noch nicht ganz fertig. Da müssen wir gleich nochmal die Bahn hier wieder einstellen. Ich glaube, hier war so die Mitte. Schalten wir das wieder ein. Ach, hat er direkt die Spur genommen. Das ist ja super. Dann klappen wir das mal aus hier. Halten mal kurz an. Und schalten den dann wieder ein. Und können dann jetzt hier so fleißig weiterkalken. Ja, bald ist es soweit. Bald kommt das Alpin-DLC raus. Mal kurz beim Nachbarn ins Feld gefahren. Ja, auf die Karte freue ich mich ja auch, ne? Erlengrad. Das wird auch eine richtig schöne Karte. Und auch mit den Gerätschaften, die da alle mit dabei sind. Mit den Elektro-Rigitrucks. Also das wird richtig schön. Da bin ich auch gespannt, wie das wird. Ich durfte das ja schon anspielen im, wann war das? Im September war ich doch in Erlangen, ne? Genau. Da war auch der Podax dabei. Ansgar, Randy, der Mario. War recht cool. Und auch der Felix von Agrarplay. Auch sehr interessant auf jeden Fall. Und habe mich da auch sehr gefreut, dass ich das schon anspielen durfte damals. Aber bald dürfte es auch spielen. Am 12.11. kommt das Ganze raus. Und wenn ihr jetzt sagt, ey, ich habe das sogar nicht vorbestellt. Ne? Verrückt. Da gibt es auch einen Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr es direkt über die Giants-Seite vorbestellen. Kriegt ihr dann direkt am Release-Tag. Und das Coole ist, wenn ihr das über den Link macht oder grundsätzlich bei eben Download-Shop bei Giants Homer eingibt, also H0MER, dann könnt ihr doch gleichzeitig auch ein wenig den Kanal unterstützen. Würde mich auch sehr darüber freuen. Ist natürlich nicht verpflichtend. Muss natürlich jeder selbst entscheiden, wie er es macht. So. Dann haben wir jetzt hier noch ein paar Bahnen. So. Fahren wir auch nochmal rum. Dann haben wir wieder ein bisschen Feldarbeit gemacht in den letzten Folgen, ne? Da werden wir immer wieder vorbeischauen, auch in den nächsten Folgen. Dass wir mal ein bisschen düngen werden, dann wieder was ausbringen werden. Wir werden immer so einen bunten Mix machen. Wenn ihr auch Ideen habt, was wir jetzt hier noch drauf aussehen können auf den beiden Feldern hier, auf Feld Nummer 5 und 4, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein. Vorne haben wir noch Klee, das können wir auch mal wieder ernten. Ah, es gibt so viele tolle Sachen hier, die man mittlerweile hier machen kann auf Bergmann. Es kommen auch immer zahlreiche neue Features mit hinzu. Und man braucht halt immer bei jeder Version einen neuen Spielstand. Das ist leider so, mir geht's da ähnlich. Aber es macht halt auch sehr viel Spaß hier auf der Map. Wir haben ja schon ganz, ganz viele Folgen hier gemacht und ganz, ganz viele Stunden hier gemeinsam erlebt und viele Fragen beantwortet und ganz viele tolle Sachen auch schon erlebt. Aber ich denke mal, da geht bald los mit dem Regen hier. So. Zack. Machen wir es mal aus. Fahren wir mal ein Stück zurück. Da brauchen wir diesmal nämlich nicht durch das Feld des Nachbarn fahren. Das macht man ja in der Regel nicht. So. Oder sollte man zumindest nicht machen, ne? Ich glaube, der Nachbar ist da not very amused darüber. Also nicht sehr begeistert. Jetzt haben wir, glaube ich, noch drei Bahnen. Dann sind wir fertig. Dann packen wir noch die Milchkannen zusammen. Lelelelele. Ah, ein bisschen Außenperspektive hier. Das geht echt schnell mit dem Bredal. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Und da vorne steht wieder so ein Blitzer. So ein Oller. Da müssen wir mal kurz hier mal ranfahren. So. Wir können das Gerät natürlich auch einschalten, wenn wir hier wenden. Ne? Das ist natürlich auch kein Thema. Dann kriegen wir nämlich die Kanten auch schon schön mit. Ja, jetzt haben wir da vorne eine Kante vergessen. Ja, 100%. Das schafft man, glaube ich, sowieso nicht. Ich glaube, mit GPS hat man da auch mal so ein paar Lücken drin. Die lasse ich jetzt einfach so, wie sie sind. Ja, dann fahren wir noch einmal hoch. Und dann können wir das Gerät abstellen. So. Da haben wir jetzt hier gleich noch eine kleine Lücke übrig, aber das ist jetzt nicht so tragisch.
So, schmeißen wir das Ding hier nochmal an. Das passt dann doch bis zur Kante. Ja, da haben wir es mit gut anderthalb Füllungen an Kalk, haben wir jetzt zwei Felder soweit ready gemacht. Nächster Schritt wäre dann Düngen. Und das machen wir dann in einer der nächsten Folgen. Schauen wir einfach mal, dass wir immer so einen bunten Mix haben. Mit ein bisschen Abwechslung. Bei der BGA müssen wir auch ab und zu mal vorbeischauen, da was nachkippen. Bei den Gewächshäusern müssen wir auch mal wieder reinschauen. Also zu tun haben wir jede Menge. So. Ja, sieht doch gut aus. Bis auf ein paar kleine Stellen hier. Können wir dann einfach mal zurückfahren. So. Zack. Ich sage, die Geräte mache ich dann später sauber. Da wir das ein oder andere Gerät noch brauchen, stellen wir den jetzt erstmal ab hier. Steigen einmal aus. Hier klappt mal kurz das Lenkrad rein hier. Fupp. So, steigen wir mal aus. Können wir dann die Tür hier auch mal wieder zumachen. Sofern es geht. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Ach, Mist. So, egal. So, dann laufen wir mal rüber hier. Da haben wir nämlich ganz viel Milch. Boah, ist schon wieder alles voll hier. So, die können wir dann nochmal... Oh, da passt doch gar nicht alles rein. Nee, oder? Passt hier überhaupt alles rein? Das ist schon voll. Oh mein Gott. Warte mal. Da fahren wir erstmal das ab, was wir hier haben. Ich würde mal jetzt... Ah, toll. Ist alles voll. Da kriegen wir nichts mehr drauf. So. Dann fahren wir einmal rüber hier zum Hofladen. Und dann räumen wir das Ganze noch ein. Und den Rest räume ich dann gleich noch weg. So, Geld haben wir aktuell nicht viel, aber das kommt mit dem Hofladenverkauf, mit der BGA dann. Wenn wir noch wieder Wein verkaufen, Käse, haben wir auch, glaube ich, genug. Kommt das dann auch wieder automatisch. Ja, wir haben ja auch immer noch hier unsere, unser Verkauf hier mit der Mais-Silage. Ja, sind wir mal wieder hier back to the roots. Mal wieder hier zu unserem Hofladen gefahren. Da waren wir lange nicht, glaube ich. Weil wir uns ja jetzt in den letzten Folgen eher auf die Neuerungen so ein bisschen beschränkt. Machen wir mal auf die Tür hier. Ach, guck mal, hier haben wir noch die... Ach, guck mal, hier ist der Honig noch. Der wird noch gar nicht verkauft. Oh, stimmt. Den müssen wir auch nochmal verkaufen. Und dann räume ich den ganzen Kram jetzt einfach mal raus hier. Ich werde jetzt hier so ein paar Milchkännchen noch hinpacken. Die packen wir jetzt einfach mal hier unten links in die Ecke. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne Daumen nach oben da. Wir sehen uns am Sonntag wieder hier mit einer neuen, frischen Folge von der Hofbergmann. Und ich sage einfach mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.